Meine Frage ist jetzt, weil ich denke, dass da, wo die Koordinaten da oben, das kann ich schlecht mit dem Finger jetzt zeigen, das ist da, wo das Ornament ist, sagen wir die, ja, Stonehenge, so. Und da haben wir das kleine, das haben wir, da haben wir direkt dann das Zelt. Da sind wir jetzt gerade dran vorbeigelaufen. So, jetzt ist die Frage, wir haben zwei Abbiegungen. Stehen wir da gerade davor, das heißt rechts längere Weg, links der kürzere Weg. Das heißt, ich würde jetzt links laufen und dann geradeaus. Also rechts halten, dass ich oben, ganz nach oben mal auf die Karte komme. Ich denke mal, das wäre noch dann der Weg. Ja. Das kennen wir da oben, glaube ich, ne? Brücke. Schade, dass der nicht angibt. Ja, jetzt sagt er auf einmal wieder in diese Richtung. Schade, ich habe noch nicht mal einen Wolf gesehen oder einen Hasen oder einen Reh oder einen Bär. Nichts. Du siehst hier nichts an Tieren oder sowas. War jetzt nicht lang. Ja, das mit diesem Wasser, das kennen wir ja auch schon. Das haben wir auch schon gehabt. Das ist wieder diese düstere Atmosphäre. Jetzt haben wir wieder einen Totenkopf. Aber ich glaube, den kennen wir auch schon. Hi, Bro. Schön, dass du auf uns gewartet hast. Ja, die Stelle scheint mir sehr bekannt vorzukommen. Ja, es hätte auf einmal einer das Licht angemacht. Habt ihr gesehen? So, was ist das jetzt hier? Sind wir hier schon gewesen? Scheint mir jetzt nicht so. Ein zugefrorener See. Nein, hier sind wir noch nicht gewesen. Endlich mal wieder was Neues. Jetzt erstmal dem... Ach, guck mal, da ist ja wieder einer. So ein Zitat aus irgendeinem, aus der Bibel, aus dem Buch oder was vorgelesen wurde. Auf einmal ist die Musik wieder weg. Oh Mann, ey. Oh, scheint wohl, wenn wir da hin müssen. Hier ist vorne nochmal gucken, dass hier irgendwo was gewesen ist. In der Baum sind wir nicht lang. Ja. Okay, da sind wir vorhin da lang. Das heißt hier, ja, dann gehen wir da lang. Ja, hatten wir gerade was zu lesen. Moment. Jetzt will ich mal wissen, wo das jetzt, ob mir irgendwo noch mal was Rotes angezeigt wird. Jetzt nichts, was irgendwo weiß und wo. Alles andere sieht aus, als hätten wir das schon gehabt. Vor allen Dingen unten. Das hier, das auch. Auf der Karte jetzt nicht markiert. Okay, schade. Das heißt, wir gehen jetzt mal da hoch. Oh. Das wurde aber mit viel Liebe gemacht, glaube ich. Da haben sie ziemlich lange gebraucht, um das da oben so hinzukredenzen. Okay, wir müssen hier lang.
Lauter Tod. Boah, geil. Ein Windspiel. Das hätte ich auch ganz gerne. Ohne Scheiße, ey. Boah, bei uns. Ich guck gerade aus dem Fenster. Das wird so dunkel draußen gerade. Boah, heftig. Das könnte man denken, wir werden schon wieder Richtung 18 Uhr. So, das klar. Immer weiter hier hoch. Das ist ja geil. Das ist der geheime Fahrt zum Moria, was? Oder zum Feuerberg? Pfeilspitze? Drei Totenschädel? Okay. Wow, das ist doch mal ein Anblick, hä? Krass, geil. Von diesen großen. Ich weiß nicht, ob das ein Sendemast ist oder was, da bin ich ja noch nicht weit. Ich war mal nahe dran, wohl. Aber jetzt bin ich schon wieder so weit weg. Totenschädel? Oh, Baumstamm. Was ist das hier? Oh, weia. Wo führt mich dieses Spiel hin? Ja, nicht runter. So, ich bin noch mal überlegen. Wenn ich jetzt, ich nehme ja gerade alles in einem auf, bin auch am Überlegen, wie lange ich die Folgen mache. Also wenn ihr das jetzt habt, werden wahrscheinlich die ersten Folgen schon draußen sein, auch dementsprechende Länge haben. Fragen wir sich, wie ich auf die, da jetzt runterklettern oder nicht? Gibt es einen anderen Weg? Ich denke nicht, oder? Warte, ich kann mal was. Da ist was, aber da komme ich nicht hin. Das heißt, ich kann nur bei dem Baumstamm hier rüber. Ich muss da hinten runter. Kein Weg, dass ich hier irgendwo hoch kann. Ich könnte höchstens runter, glaube ich. Also es sah für mich gerade so aus, als wenn ich auch runter könnte. Tot! Ist es bewiesen? Es ist bewiesen von Riesen. Scheiß Wetter draußen. Wie spät haben wir es denn jetzt wirklich? Ach, 2 Uhr und draußen sieht es aus, als wenn der Himmel gleich im Kopf fällt. Grausam. Das Wetter im Moment ist grausam. So. Laden dauert ziemlich lange gerade. Ich merke das schon. Das Ding hängt sich da dabei noch auf, ey. Ach, nee. Mal ganz herrlich, du bist richtig hässlich gerade. So, da haben wir das blöde Zelt. Das heißt jetzt ein Zelt aus. Ja, das ist eine gute Frage vom Zelt aus. Wo laufe ich da jetzt mal hin? Ich will ja mal ganz nach oben. Jetzt ist die Frage vom Zelt aus, ja. Vom Zelt aus wäre das Zelt steht jetzt so. Also, ich stelle mich jetzt einfach mal so vor das Zelt so mit der Öffnung nach da. Das heißt, ich müsste nach unten laufen. Das heißt, ich muss aber zum Zelt drücken hin. Das heißt, ich muss dahin. Ja, er sagt, das, ich bin hier, genau. Das ist das. So, ich möchte ja hier oben mal hin, weil hier bin ich noch nicht gewesen. Hier ist auch noch nichts. Das sind keine Schleichwege oder sowas. Es ist schwer, das zu finden. Es ist echt schwer, das zu finden. Den Baum haben wir hier gefunden. Und hier haben wir auch noch nicht viel. Da haben wir auch nur noch 2 Karten gefunden. Hier wäre vielleicht auch noch was. Also sind ja hier noch 4, 5 Koordinaten. So, Baum haben wir. Hier ist noch ein Baum. Nee, das war Stonehenge, genau.
Da sind wir erst hingekommen. Boah, das war der Baum. Das heißt, ja, so okay. Ich versuche jetzt mal dahin zu kommen, aber das ist. Da war irgendwo ein Feuer. Das heißt, wenn ich das. Ne, das ist ja. Ach, das ist kein Zelt, das ist ein Feuer, das Lagerplatz hier, okay. Das ist jetzt die Frage, wie komme ich da hin? Oder wie geht's da weiter? Na, da ist eine Brücke, da kommst du nach unten hin. Na, hier ist dann halt die Frage, hier müsste auch eine Brücke sein, dass du hier irgendwie drüber kommst oder hier über den See. Das heißt, der Weg hört ja hier irgendwo auf. Das heißt, er muss ja irgendwo hier weitergehen oder so. Das haben sie ja nicht für umsonst hier oben gemacht. Also irgendwo ist da eine Verbindung. Oder halt, was wir schon gelaufen sind, war halt dieses hier. Deswegen die gestrichelten Punkte. Ich weiß es nicht. Da steht doch nirgendwo ein Hinweis, wo wir schon gewesen sind oder sowas. Nur da, dass wir die Zettel schon gefunden haben. Einmal zumachen, damit es nicht friert drinne. Feuer ist auch schon aus. Spitzhacke, Schuhe und Ski. So, das ist jetzt hier ist das Zelt. Warte mal, wenn ich jetzt. Oh, das heißt, lauf da eine Kurve. Das heißt, ich müsste ja in der Kurve müsste ich wieder hier rauskommen, dass ich das Zelt dann auf der linken Seite hätte. Angeblich. Das heißt, wenn ich jetzt da lang laufe. Also hier lang komme ich wieder in einem großen Kreis wieder zurück. So, da haben wir jetzt diesen feurigen Berg. Ich brauche Sauerstoffzelt. So, da kommt man nicht lang. Da müssen wir außen rumlaufen. Ja, ja, ist gut. Kriege ich immer wieder ein. Ich muss jetzt erstmal hier eine Richtung finden. Zwischendurch mal auf die Renntaste. So, da haben wir die blöde Antenne. Da waren wir gerade irgendwo da hinten. Bis wir dann runtergeflogen sind und waren dann halt tot. Aber das war halt ein Gebiet, was wir noch nicht entdeckt hatten. So. Eine kleine Stottertaste mit einbauen hier, damit der mal in Quark kommt, die Muschi. Hört sich gut an. Endlich bewegt er sich mal. Da oben ist die Antenne. Sind wir nicht vorhin hier lang verlaufen? Meine ich zumindest. Da oh. Oh, ist ja so eine Band. Ja. Hier sind wir vorhin gewesen. Also bin ich ja richtig abgebogen. Glaube ich zumindest jetzt. Ja, du bist halt. Manchmal musst du wieder sehr viel laufen, weil du keine Speicherpunkte findest. Du noch keinen nächsten Zeltplatz oder so. Und es ist immer dann. Ah ja, okay, alles klar. Wir sind wieder hier. Sehr schön. Das heißt quasi hinter das Zelt hoch. Hinters Zelt hoch. Das heißt, wir sind auf dem Weg da oben hin. Warte mal, du hast doch genau. Ja, da ist Wasser hier oben. Hier, da ist auch dieser Teich. Ja, hier sind. Ja. Oh, das war geil. Warte mal, ey. Annemarie. Fett. Geil. Wir haben's. Das ist hier genau das. Geheimer Weg gefunden sogar. Aber wahrscheinlich geht es hier nicht weiter. Doch, wir haben eine Höhle hier. Da sind Koordinaten. Endlich mal wieder Koordinaten, Baby. Ah!
16,47. Nee, 10,47, hä? 10,47, ist da auch nicht aufgeführt. Alles klar, wieder Koordinaten, die nichts mit der Karte zu tun haben. So, das heißt, hier haben wir wieder zwei Koordinaten. Das war wieder für umsonst da reinzulaufen. Sehr geil. Hatten wir schon. You know, at the beginning, I wanted to make things right. I believed God itself touched me. That I have received a chance, a compensation for the evil that was brought upon me. That I understood that it is not God, or good, or restitution. Just a tool of revenge. So. Die Stelle muss man, die hatten wir schon. Das heißt, ich gucke jetzt halt so schnell wie möglich hier hochzukommen. Oh. Ja. Lebendig oder tot? Was kannst du jetzt dir aussuchen? So, jetzt müssen wir auf jeden Fall hier rüber. Das machen wir mal zack, zack. Da kommen wir nicht hoch. Da sind wir hochgekommen. Und das heißt, wir gehen jetzt hier lang und hinten runter. Das hätten wir vorhin schon machen sollen. So. So, wo gehen wir jetzt hier runter? Ich will ja nicht, dass er sich irgendwas bricht. So, jetzt gehen wir hier hoch. Eigentlich wollte. Ist das jetzt, muss ich den ganzen Scheiß nochmal laufen? Bitte nicht! Ich wollte da jetzt so schnell wie möglich vorbei. Das hat man ja an einer Stelle auch gehabt. Damit wir nicht drauf gehen. Ja. Verdammt nochmal, ey. Dieses Spiel will mich doch. Es hasst mich doch, ey. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder 10 Minuten, 5 Minuten, wo wir jetzt da hinlaufen müssen, wo er wieder keine Puste hat. Und da hast du da hinten leider noch keinen Speicherpunkt gefunden, ne? Wow, jetzt können wir direkt. Boah, Alter, komm schon! Du alter Keuchhusten. Zieh dir mal so eine Hustentablette rein, Hustenbömschen, Alter, und dann wetz mal ab hier. Kröterich. Laufe ich jetzt richtig eigentlich? Ja, doch, glaub, ja, genau, hier runter. Da ist ja der blöde Turm und jetzt gleich nach rechts. Gibt's da nicht, ey. Da war die Brücke. Da war die Brücke. Immer das da gerade ist und mir da angezeigt wird. Da haben wir, glaube ich, alles eingesammelt, deswegen wir gehen hier. Ich krieg die Krise, ey. Ich krieg echt die Krise. Zum zweiten Mal ist das Ganze. Da sitze ich schon zu lange da dran. Gucken, ob er gleich Seitenstiche kriegt. So, sind wir wieder hier oben. Da lang laufen.
genau, jetzt da lang. Schlimm, echt schlimm. Ach ja. Ich bin schon unterwegs, zum zweiten Mal. Aber jetzt wissen wir, wo das hier ist. Ja, wir sind jetzt hier bei dem Berg. Von der Karte, hinter dem Zelt. So, jetzt können wir langsam mal wieder mal zu Fuß, zu Kräften. So, steigen wir mal hier ganz gemütlich, vorsichtig runter. So, sah doch mal gut aus. Da hoch, wenn ich bitten darf. Hier geht nämlich ein Weg lang. We'll be right back.